fasse mal zusammen, was passiert ist. Schanzkleid, Beschläge, das Mastlegesystem haben wir angefangen zu bauen, den Innenausbau. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Das Fenster hier gemacht. Die Scheibe, wie ihr sehen könnt, hat ihre besten Zeiten auch hinter sich. Man sieht so gut wie nichts mehr dadurch. Das war die Frontscheibe nach vorne raus. Ein paar von euch haben es vielleicht schon gesehen auf dem Überführungsvideo von Lübeck nach Berlin. Da konnte man einfach gar nicht nach vorne rausgucken. Deswegen haben wir jetzt eine neue bestellt. Die sieht so aus. VSG-Sicherheitsglas, das ist das Zeug, was an Balkonbrüstungen verwendet wird. Also sehr stabil, sicher genug auf jeden Fall fürs Boot. Zersplittert auch nicht oder zerfällt nicht, sondern bleibt auch, nachdem sie kaputt gegangen ist, noch stabil im Rahmen. Aber bevor man die jetzt einklebt, muss man erstmal den ganzen alten Fensterkit entfernen. So, jetzt mal wieder gerade biegen. Dellen drin vom Raushebeln. Jetzt kommen noch zwei Griffe dran. Die biegen wir uns jetzt aus den zwei Alustangen und die werden dann an den unteren Teil jeweils hier und hier festgeschweißt. So, beim Schweißen immer, egal wie heiß es ist, leider lange Sachen anziehen, weil sonst kriegt man Sonnenbrand. So sitzt das quasi in der Wand vor einem und man kann jetzt von innen hier ein paar Schalter, ein paar Hebel lösen, sodass man sie quasi nach außen rausdrücken kann, die Scheibe, so, und dann kann man sie drehen und so nach innen reinholen. Das hat den Vorteil, dass man nicht raus muss, um sie aufzumachen. Man kann sie also von innen aufmachen und nicht von außen, was sinnvoll ist, weil eine Scheibe soll ja abschließbar sein, sodass man eben nicht von außen rein kann. Und zweitens kann man sich von außen weiterhin schön anlehnen, ohne dass diese Griffe im Weg sind, weil das ist eigentlich einer der schönsten Plätze direkt da vor dieser Scheibe. Wenn man mal im Hafen liegt oder vor Anker und so schön über die Bucht gucken will, kann man sich ja weiterhin schön anlehnen. Wir machen es jetzt doch so, dass wir oben an die Scheibe hier von außen ein Gelenk dran machen, sodass man sie so nach oben klappen kann. Und das hat den Vorteil, dass wenn es regnet, dass die das Wasser abhält und hier nicht reinläuft. Zweitens ist es natürlich einfach praktischer, weil dann ist, wenn das Fenster offen ist, die Scheibe auch gleich verstaut und liegt hier nicht irgendwo rum. Das Fenster ist fertig. Wie ihr seht, haben wir hier oben ein Gelenk dran gemacht. Hier so ein P-Profil festgeschweißt, auf der anderen Seite auch ein P-Profil. Gesichert mit so zwei Stiften, eine Alustange durch und auf der anderen Seite auch. So kann man das Fenster jetzt noch ganz leicht auch ganz rausnehmen, indem man einfach diesen Pin rausmacht und rauszieht. Schön mit einem Dichtgummi, dass es dicht ist. Die Plattform ist eigentlich soweit fertig. Ist alles geschweißt jetzt. Wir müssen nur noch die Bretter drauf. Die sind schon zurechtgesägt. Da hat uns freundlicherweise Markus aus Halle geholfen. Der war für ein paar Konzerte hier. Kannten wir nicht, sehr netter Kerl. Kam einfach vorbei, hat ein bisschen mit angepackt. Genau, die muss jetzt quasi von hinten aufs Boot drauf gemacht werden. Und dann werden all diese Stangen hier, die Profile noch auf die richtige Länge gekürzt. Und dann ja, ist die soweit eigentlich fertig. Die Dielen sind installiert und zwar so, dass man sie... Sie sind von unten miteinander verbunden, das sieht man an den Schrauben. Und man kann das ganze Ding jetzt rausnehmen. Theoretisch, wenn sie es nicht komplett verkeilt hat. Also probiert es mal. Also die Idee ist zumindest, dass es übers Heck rausschaut und es natürlich mal sein kann, dass da eine Welle drunter geht, dass sich dann einfach dieses Ding löst und rausfällt und uns nicht die Terrasse abreißt. So viel die Theorie, jetzt geht es zur Praxis. Das Teil wird jetzt fest installiert am Boot. Hier sieht man mal dieses Ding in seiner vollen Pracht. In dem Format kann man sich auch vorstellen, dass es gut ans Boot passt, von der Breite und extrem viel, Fläche generiert. Ronny, wie findest du es? Komm mal her. Komm mal hier hoch. Oh, wird die Terrasse festgemacht gerade. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, Löcher in den Rumpf zu machen, ehrlich gesagt.
ist bei dem Schiff tendenziell jetzt ja nichts Geiles, aber da ist so viel Sikaflex von der anderen Seite drunter, so dicht Zeug, dass das auf keinen Fall ein Loch werden würde. Und es ist oberhalb der Wasserlinie, die ist ungefähr hier. Das heißt, da ist eh nicht die ganze Zeit Wasserdruck drauf. Wenn, dann klatscht da mal eine Welle gegen. Ja! Schraube rein! Okay! So, die Plattform ist endlich mit ein bisschen Verspätung fertig geworden. Jetzt kommen noch schnell die Dielen drauf. Aber wir mussten es hier nochmal stabilisieren mit diesen Kopfbändern, die hier abgestützt sind und eine wunderschöne kleine Herzform haben. Wenn man schon die CNC-Fräse anschmeißt, um was auszuschneiden, warum dann nicht was Schönes? Hätte ja auch ein Kreis oder ein Quadrat sein können. Wir fanden in dem Fall Herz irgendwie besser. Was ist jetzt schöner als Herz? Ja, verstehe ich nicht. Filmen wir hier drauf schnell. Ich hätte ein Herz machen müssen. Ich würde mal sagen, so grob die Hälfte haben wir, die andere Hälfte fehlt jetzt noch. Und sobald die abgehakt ist, gibt es dann das nächste Video.